Unscheinbare Autos, die es faustdick unter der Haube haben. Echte Wölfe im Schafspelz. In Würde gereift. Hier kommen Matthias Top 3 der Youngtimer-Wölfe. Schau, 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 schau. Aston Martin. V8. Das glaube ich nicht. Wieso? Auf Platz 3. Ein kleiner Engländer mit satten 160 PS. So, das sieht aber jetzt mal richtig nach Schaf aus, ne? Ein Mini-Schaf. Mini, stimmt. Aber Schaf nur, wenn man es mit R schreibt. Denn dieser Zwerg ist eine scharfe Knallbüchse vom Feinsten. Modifiziertes Fahrwerk, Überrollbügel und Sportsitze. Das braucht dieser Mini auch, sagt Besitzer Felix. Felix, hallo Matthias, grüß dich. So, das sieht aus wie 40 PS. Nicht ganz. Uralt. Was hast du wirklich unter der Haube? 160 PS. 160? Honda. Ja. Zeig mal. Na dann. Ich würde sagen, viel mehr geht da aber dann nicht mehr rein, ne? Da ist schon nicht mehr viel Platz, ja. Der Originalmotor des Mini ist nur ungefähr halb so groß wie der 1,6 Liter aus dem Hause Honda. Der Gedanke beim Blick unter die Motorhaube war, yes, genauso muss es aussehen. Einfach quasi kein Zentimeterchen mehr Platz zum Blech hin. Alles komplett ausgenutzt. Der Motor passt da perfekt rein. Ja. Und Leistung hat er natürlich auch ohne Ende. 160 PS, die auf 800 Kilo ungefähr treffen. Das ist ein gutes Rezept. Wie fährt das denn? Ziemlich schnell. Wollen wir es mal ausprobieren? Klar. Darf ich gleich? Na? Na, los geht's. Geboren wurde der kleine Brite mit 40 PS. Das passt zur Größe. Die Leistungsspritze aus dem Honda-Motor ist deutlich spür- und hörbar. Jawohl, da macht er auf. Der Mini brüllt sich die Seele aus dem Leib. Der Wagen treibt seinen Piloten an. Und zwar so, dass man Gefahr läuft, den Lappen zu verlieren. Da kriegst du dieses typische, weiß ich nicht, dieses Teufelchen auf der einen Schulter, was die ganze Zeit sagt, okay, gib doch mehr Gas. Das Engelchen sagt, Alter, das ist eh schon viel zu schnell. Aber das Auto will, ne? Genau, das ist auch das Ding, wenn man drin sitzt, muss man sich schon aktiv auch ausbremsen. Ja. Rund 30.000 Euro und viel Arbeit sind in das Vater-Sohn-Projekt Honda Mini geflossen. Bleibt die Frage, ist der Kleine wirklich ein Wolf im Schafspelz? Also Felix, deine Hobel geht richtig gut ab. Wie gut er wirklich abgeht, gegen ein modernes Auto, das probieren wir jetzt am Flugplatz aus. Na? Okay. Der Flughafen Mühldorf am Inn im Osten Bayerns. Schauplatz für das Kräftemessen über die Viertelmeile. Und der Gegner wartet bereits. Ein Toyota GT86 mit 200 PS. Von 0 auf 100 braucht der Japaner nur 7,6 Sekunden. So, wir machen jetzt ein schönes Beschleunigungsrennen. Aber du bist mir zu dick. Ich brauche jedes Gramm an Gewicht, was ich vorteilsmäßig nutzen kann gegenüber von dem Toyota. Immerhin hat der Toyota 40 PS mehr als der Mini von Felix. Das ist es! Na? Jawoll! Unfassbar! Ja, klar, oder? Sensationell! Glückwunsch! Cooles Auto habt ihr gebaut. So uralt und damit ein richtig modernes Teil weggeblasen mit 40 PS mehr. Ja, so muss es doch, oder? Wolf im Schafspelz, oder? Ja, klar! Danke! Klar! Ein Spaß gemacht! Vom englischen Mini-Hooligan zur italienischen Diva. Hier kommt Platz 2. So, der nächste Wolf im Schafspelz ist ein waschechter Italiener und heißt Lancia Tema. Und das ist der Klaus. Hallo Matthias, grüß dich. Grüß dich. Danke fürs Kommen. Gerne. Sei mir nicht böse, ne? Aber wenn du dir das Auto von außen anguckst, denkst du dir als allererstes, okay, Fähnchenhändler, verrosteter Lancia, 1500 Euro ja. Und 2 Jahre TÜV gibt's da oben drauf. Ja,
Genau das ist der Sinn des Lancia-Thema 8.32. Äußerlich eine unauffällige Gebrauchtlimousine, aber unterm Blech hämmert Sportwagentechnik aus Maranello. 205 PS leistet der V8 aus dem Ferrari 328. Genug, um den Lancia in unter 7 Sekunden auf Tempo 100 zu zoomen. Den Lancia-Thema habe ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. In keiner Zeitschrift und auch nicht im wirklichen Leben. Also das war für mich völliges Neuland, das Auto. So. Gib mal ein bisschen Gas, bitte. Also der schnurrt wie ein Kätzchen, ne? Aber so richtig V8-mäßig. Wir hören mal hinten rein. Oh, also man hört, dass es ein Achtzylinder ist, ne? Aber so richtig ohrenbetäubend ist das nicht. Mal gucken, ob da während der Fahrt noch was geht. Klaus, fahren wir eine Runde? Ja, fahren wir eine Runde, okay. Lässt du mich gleich ran oder hast du kein Vertrauen? Nein, auf alle Fälle. Der Ferrari-Motor wurde zwar für die Limousine etwas gezähmt, aber die rassige Herkunft ist unverkennbar. Das ist ja die italienische Seele. Die Paarung Lancia Luxus und Ferrari Power ist ja eine Traum, hat aber auch Nachteile. Alle 20.000 Kilometer ist zum Beispiel der Zahnriemenwechsel fällig. Um den 8.32 am Leben zu erhalten, braucht es einen echten Fan. Du hast das Auto für 5.000 Euro gekauft. Ich habe das Auto für 5 gekauft. Hast wie viel reingesteckt? 17, 18. Also sind wir bei, weiß ich nicht, 23.000. Was ist er jetzt wert? 15. Ja, es ist Rechnen war nicht deine Stärke, hä? manchmal nicht, ja. Aber es gehört ein Liebhaber dazu und der bin ich, Liebhaber alter und bedürftiger Autos. Der Thema 8.32 wickelt einen mit seinem Charme um den Finger wie eine italienische Femme Fatale. Also Klaus, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verliebe mich mehr und mehr in diesen Achtzylinder. Das ist unfassbar, wie der schiebt mit einer Grazie. Ja. Aber du weißt ja, bevor man heiratet, ne, braucht man erstmal einen Liebesbeweis. So ist es. Musst du erst einmal ausprobieren, was man bekommt. Ja. Ganz genau. Und das machen wir, indem wir ein kleines Rennen machen. Und zwar mit der Ausgeburt an Sportlichkeit aus der damaligen Zeit. Was gibt's da? BMW M3. Der BMW M3 der Baureihe E30 war der erste seiner Art und ist mittlerweile eine Legende. Zahlreiche Rennsiege gehen auf sein Konto. 195 PS leistete anfangs die Straßenversion. 10 PS weniger als der Lancia. Was wir jetzt machen, ist ein rollender Start, um zu gucken, wer hat den besseren Durchzug. Gestartet wird mit 50 km/h. Wer als erster die Ziellinie überquert, gewinnt. So, das sind 50. Jetzt halten. Bam. Er fährt ganz, ganz leicht, zieht er weg. Ganz leicht zieht er weg, aber nur ganz leicht. Jetzt, jetzt haben wir. Ich flipp aus. Ich raste aus. Ja. Bam. Das ist die Kraft der 8 Herzen. Ja, ganz genau. So schaut's aus. Jetzt haben wir ihn aber abgezogen. Toll, Matthias. Alter Schwede, ich gefällt mir. Peng. Toll. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer mit noch mehr Hubraum. Ja, richtig. Und noch mehr Hubraum hat unser Platz 1. Der böseste Opel ever. Dankeschön. Ja, servus Matthias. Hi. Du bist eine Viertelstunde zu spät. Ich glaube, du suchst ein richtig gutes Auto jetzt, oder? Einmal Lotus Omega. Richtig gehört. Lotus, genau wie die englische Sportwagenschmiede. Dort hielt man es Ende der 80er für eine gute Idee, dem kreuzbraven Omega einen monströsen Biturbo-Sechszylinder unter die Haube zu pflanzen. Ergebnis? 377 PS, mehr als dreimal so viel Leistung wie ein zeitgenössischer Golf GTI. Die damalige Konkurrenz war zu Recht geschockt. Oh.
Also das ist ein erstes Handauto. Erste Hand? Erste Hand, 30.000 Kilometer, hat mein Opa damals als Neufahrzeug gekauft. Ach komm. Genau. Und das ist ja die Traumkonstellation. Von sowas kann der Dad nur träumen. So ist es. So ist und von es, dem ja. Lack sowieso, das sieht aus wie Babypopo und das fühlt sich auch so an. Hier kann man hier fühlen. Das ist Babypopo. Das ist unfassbar. Ja, und das ist auch schon mal ein Merkmal von dem Lotus. Frittentheke hinten drauf, damals Standard. In den 90er Jahren hat jeder Sportwagen ein bisschen gebraucht. Was haben wir noch optisch gemacht hier? Also was hat Lotus optisch noch gemacht? Einmal Auspuff, anderer Motor natürlich, anderes Getriebe von der Corvette. Hinten zwei 65er Reifen drauf. Und das auch dann richtig verbreitet, dass die überhaupt Platz haben. Schön. Weißt du, der Laie denkt jetzt, oh ja, irgendwie so eine Tuning-Schleuder oder so. Aber der Kenner weiß, das ist das Seltenste, was es jemals quasi von Opel gegeben hat. So ist es. Und auch das Schnellste und das Teuerste. Damals 125.000 Mark Neupreis. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Ferrari-Liga. Ferrari-Liga. Okay. Wollen wir fahren? Ja, klar, sowieso. Schlüssel steckt nicht, habe ich in der Jackentasche. Ich liebe es. Einfach nur die Hand aufhalten und schon kommt der Schlüssel. Genau. So, hier. Echt Silber, Nummer 133. Von ab 1000. Das gibt es auch nur einmal, glaube ich, bei Opel. Oder hat die Opel das jemals wieder gemacht, einen dazugehörigen Anhänger? Nie mehr. Wir überhaupt fahren. Nie mehr. Hey, also wir haben im zweiten Gang Wheelspin. Wir haben im ersten Gang Wheelspin und im zweiten. Auf 100 beamt sich das Schiff in 5,4 Sekunden, sagt Opel. Gemessen wurde der Omega aber schon mit 4,9. Was Opel da damals auf die Räder gestellt hat, ist kurz gesagt ein waschechter Ferrari-Killer. Und darauf gibt's Brief und Siegel von Ferrari-Händler Blöchel. Ja, da waren wir damals in Mugello auf der Rennstrecke mit 30, 40, 50 anderen Ferrari. Ja. Und da haben wir mit dem Auto die Ferrari alle sang- und klanglos stehen lassen. Wir waren zu fünft in diesem Fahrzeug drinnen, also komplett vollpackt. Alle Testarossa 348, was da damals dabei war, 512 TR, haben wir versägt. Das ist so weit gegangen, bis dann Ferrari das Auto rausgezogen hat von der Rennstrecke und gesagt, mit so einem Auto bitte nicht mehr antreten, weil sich die Kunden reihenweise beschwert haben. Nach heutigen Maßstäben müsste Opel einen Insignia mit 740 PS bauen, um ein ähnliches Kunststück zu vollführen. Es ist unfassbar, wie dieses Auto vorwärts marschiert, ey. Das ist nicht mehr normal. Wir müssen auf die Autobahn damit. Wir müssen auf die Autobahn ein paar Leute erschrecken. So, Freunde, dann lasst den Papa mal durch. Bei Vollkontakt zwischen Gaspedal und Bodenblech rennt der Lotus Omega bis zu 280 Sachen schnell. 210, 220, was haben wir? 220, 30, 240. Opel, Fahne, sieh, wenn du fliegst. Nur fliegen ist 250, schön. 260. Ich pack es nicht. Wir fahren 260 mit dem Omega. Und vor allem entspannt, gell? Du sitzt da nicht herinnen und so, sondern du fährst da einfach einen geraden Strich. Das ist Wahnsinn. Heute müssen die 260 reichen. Immerhin hat der Opel 25 Jahre auf dem Buckel. So, Flo, jetzt brauchen wir nur noch was Adäquates auf der Autobahn. Wir brauchen was zum Spielen, würde ich sagen, ja, genau, oder? Genau. Im Bayerischen Wald gibt es viele vermögende Leute. Ich glaub, schau. Was ist das? Aston Martin. Das ist ein Vantage. V8. Das glaube ich nicht. Ja, so. Ja, überhaupt keine Chance. Aber gar keine Chance. Jetzt kommt er wieder ein bisschen ran. Aber es ist er kommt nicht ran. Er kommt nicht näher. Ne? So, jetzt demütigen wir ihn, jetzt ziehe ich gleich nach rechts rüber und dann darf er vorbeifahren, wenn er es schafft. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Aston Martin, check. Ein reinrassiger Sportwagen, der Aston Martin Vantage V8 mit 380 PS. Was war dann vor 25 Jahren dieser Opel?
Alter Schwede, geht diese Opel-Hütte krass. Vor allem, man muss sich das mal vorstellen, wie der neben mir da gerade abgeht. Ja. Der fährt jetzt in die Werkstatt und guckt nach, ob noch alles in Ordnung ist. Ja, hier, lieber Service-Mitarbeiter, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich bin heute Morgen von einem Opel verseilt worden. Vielen Dank, lieber Gott, für diese Erfahrung. Und vielen Dank, lieber Flo, auch. Der Lotus Omega ist für mich der definitivste Youngtimer-Wolf im Schafspelz, weil jeder, der sich nicht auskennt, denkt sich, ja, ja, irgendein Opel vom Lande, ja, ein paar Spoiler dran geschraubt und ansonsten, weiß ich nicht, 100 PS unter der Haube. Aber dass dieses Teil sowas von vorwärts marschiert auf der Autobahn, ich meine, das erwartet kein Mensch.